Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 1, wo wir nun wahrscheinlich mit Patty auf Reise gehen werden. Alles klar, lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Ja, sollte auch vielleicht mal speichern. Das habe ich jetzt schon nicht gemacht, seitdem wir angefangen haben mit der Aufnahmesession. Ich wollte jetzt auch nicht allzu viele Folgen aufnehmen, 3 bis 4. Maximal sollte eigentlich reichen. Ich habe jetzt auch noch 6 Folgen Ghetto, wenn ich immer zu viel voraus aufnehme, damit wir da relativ auf einer Nennweite sind, sag ich mal. Pass auf. Hey. Oh. War das alles? Ja, gut. War wow, okay. Level gestiegen. Ich sollte vielleicht jetzt mal langsam mal wieder auf den Bogen umsteigen, ne? Der Bogen ist halt einfach schneller. Haben wir sowieso unser Augenmerk. Wir wissen, Schwertkampf ist das Wichtigste überhaupt. Jetzt 3 Punkte, glaube ich, sogar investieren. Ja, 3, um das zu schaffen. Das wird teuer. Das ändert jetzt, wenn da was von links kommt. Warte, ich weiß nicht, wie man den Angriff abbrechen kann. Wäre eh noch über 1000 Pfeile und den kriegen wir nochmal wieder. Mir nach! Bin dabei! Wenn es ihr Pantoffel hält oder was? Ein Fass so zu sein. Oh, das wird lustig. Das war's mit dem Vieh. Ich könnte auch im Nahkampf helfen, aber. Lass es mal machen. Sie sagt ja selber, ich gehe vor. War cool, meinen Begleiter jetzt dabei zu haben, außer Fred. Niemand kommt über Fred, aber es geht sich halt darum, dass man eventuell auch. Pass auf! Es wäre cool, einen Begleiter dabei zu haben, dass ich auch zum Beispiel die Höhle mit den Ghoulen und so weiter auch mal machen kann. Auf Abstand bleibe. 1 Meter Sicherheitsabstand. Zu vergleichen mit einer Armlänge Abstand. Das ist was anderes. So. Die hat einen ganz schön platten Hintern, wenn ich das mal so sagen darf. Aber naja. Muss mich ja nicht interessieren. So, Kollege, hast du vielleicht auch einen Stein? Pass gut auf dich auf, Kleiner. Hat er nicht. Aber hätte er sein können. Ja, wie gesagt, jetzt laufen wir durch die ganze Insel. Was nicht so schlimm ist, dann kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte und wir brauchen auch dringend Gold. Also Loot. Ich auch sogar nur durch die Tiere. Immer manche Geräusche von links kommend, aber ja nix. Mir nach! Hä? Okay. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier runtergehen. Geht's ja zu den Banditen. Ach, da will sie hin. Aha. Da hatten wir, doch aus, wir hatten ja schon alles ausgegraben. Oh, da ist auch die Kiste schon. Waren unserer Zeit da schon voraus. Bleib auch kurz da stehen. Ich habe in der Vergangenheit. Hat hier ein Bild vergessen. Gar nicht. So, hier muss es sein. Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Upti-du. Eine alte Schatulle.
Der Name Stabet ist auf der Schatulle eingeritzt. Geben wir ihr die Schatulle. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und du vertraust mir immer noch nicht. Ja, ja, schon gut. Ich denke halt nur... Na was denn? Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Aha. Übrigens. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Vielleicht haben wir Glück. Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Kriegen wir schon alles hin. Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Gürger werden wir uns auch noch holen. Du armes, armes Ding, du. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Komm in einem Stück wieder. Die Quest, die namenlosen Gräber. Dann ja auch. Ruhe in Frieden. Ja, da hat es jetzt nichts mit zu tun. Ich wollte eigentlich hier bei L gucken. Dann war das, aha, das bin ich, weiß. Ich hab doch hier die Karte von ihr halt, oder?
anscheinend ja nicht. Hatten wir auch schon alles. Banditenlagerkarte, die habe ich noch nie geöffnet gehabt. So enden wir alle mal. Ruhe in Frieden. Ein Grab. So enden wir alle mal. Ja, das war jetzt nicht damit gemeint, ne? Ruhe in Frieden. Na? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die alle waren. Das ist das Problem. Komm, wir haben ja jetzt diese Rolle gelernt. Dürfen wir da jetzt auch runterspringen können. Also ich weiß, dass hier hinten welche waren, aber wo genau, das kann ich doch beim besten Willen nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Aha. Guck mal an, wen wir hier haben. Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Du bist Vasili, einer von Romanovs Männern. Ja, verdammt. Du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Romanov wird mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na, nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich muss zur Westküste. Leih mir deine Kampfkraft. Na gut, wenn's sein muss. Aber wenn du deine Suche dort beendet hast, bin ich wieder weg, klar? Komm mit. Von mir aus. Okay. Also eigentlich sollen die mir quasi das ab... beziehungsweise den Schatz abnehmen. Helfen mir aber trotzdem dabei, dass ich den Schatz finde. Irgendwie ein bisschen komisch, aber naja. Immerhin sind wir nicht alleine. Ich meine, was soll's. Hier haben wir ja auch eigentlich alles leergeräumt von der Insel, so zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Welch Idiot, hab diese Karte nicht, ne? Hab da irgendwie Da. Wer sagte dazu nix? Hier. Ah, okay. Ich war auf der... Also die Hauptquest ist das Erbe des großen Piraten und namenlosen Gräber ist quasi das Unterregion davon. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber auch doof gemacht, dass, weil man kommt ja zuerst dann halt auf das andere. Hier gibt's nichts zu holen. Schade, hätte ja sein können, dass die regenerieren eventuell. Wäre zwar ein bisschen bescheuert, aber naja. Wenn es gehen würde, warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob wir seine Hilfe überhaupt benötigen. Weil hier ist ja eigentlich schon alles tot. War's denn jetzt? Ach, wir sind schon dran vorbei. Ja, da vorne links. Da. Brief von Captain Stahlbart. Wie ich sehe, hast du gefunden, wonach du gesucht hast. Sehr gut. Dann sind wir unserem Schatz einen Riesenschritt näher gekommen.
Was heißt hier unserem Schatz? Für mich ist noch nicht klar, wer sich den Schatz am Ende teilen wird, Freundchen. Ja, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen, glaub mir. Wie auch immer, mein Job hier ist ja wohl erledigt. Ich geh da mal. Wir sehen uns. Also, Romanov hat ja wohl mal mit am wenigsten Anspruch auf diesen Schatz. So, ja, Patty, das ist die eine Geschichte. Wir können zum Sumpflager teleportieren, wir können auch dahin und zur Vulkanfestung. Nur leider bringt uns das so gesehen gar nichts, weil wir müssen jetzt als nächstes dahin. Jetzt trotzdem ein bisschen quer durch die Insel latschen. Schade. Das heißt, wir brauchen noch mehr Teleportersteine. Ich hoffe, wir kriegen noch die ein oder anderen. Das wäre auf jeden Fall eine Erleichterung. Drei hier. Auch wenn wir schon drei Hotspots haben, aber bringen uns jetzt so gesehen erstmal gerade nichts. Weiß halt auch immer noch nicht, ob ich die Stadt jetzt ganz normal durch die Stadttore betreten und verlassen kann. Wenn ja, würde es das ja auch schon einiges schneller machen. Der Vulkan wieder da hinten am Ausrasten ist. Das ist aber auch jetzt, glaube ich, seit Akt 2 der Fall jetzt. Der Vulkan so Feuer spuckt, oder? Da war das schon immer so und ich habe es nur nie gesehen, bin blind durch die Welt gelatscht. Kann auch sein. So, jetzt müssen wir, das ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer, da können wir hier eventuell beim Bauernhof, ne, oder? Ey, was sag ich denn da? Der Bauernhof ist da. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wäre auf jeden Fall noch ein Stück weiter und dann links. Habe gerade keine Ahnung. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, der hat leider keinen Teleporterstein. Das wäre natürlich super nice gewesen. Doch, das ist doch wohl beim Bauernhof. Da quasi hoch beim Bauernhof. Vielleicht gehen wir erstmal gerade zum Bauernhof und gucken, ob die vielleicht einen Teleporterstein haben. Würde mir schon mal sehr weiterhelfen. Lass dich nicht aufhalten. Pass auf, was du anfasst. Ja, ich habe nur geguckt, ob ihr einen Teleporterstein hier habt, aber ich glaube nicht. Wenn ich das richtig sehe, wenn wir jetzt da hochgehen durch die Höhle, kommen wir dahin, wo wir hin müssen. Richtig? Naja. Versuch macht klug, wir versuchen es einfach mal sehen. Da. Stachelratte. Ja, am Rücken, also am Bauch liegt. Das ist daher so komisch aus. Ich dachte, was ist das? Was für ein Wesen. Aber gut. Das speichern wir mal eben ab und dann gucken wir mal. Ich habe halt echt nicht mehr so die Ahnung, wo die ganzen Gräber genau waren. Kann mich jetzt natürlich ein bisschen daran orientieren. Ja, aber ja. Wäre auch nicht. Weiß es halt einfach wirklich nicht. Keine Ahnung. Ach nein. Hier ist quasi eine Einbahnstraße. Man kann. Runter kann man ja, aber hoch nicht. Das ist. Das war so dumm. Leider bringt uns das hier nicht weiter. Cool mit dem Fliegen. Also mit dem Fliegen, mit dem Springen. Sag ich schon. Ja. Ja. Ja, das neue Schwert macht natürlich auch schon wesentlich mehr Schaden. Ist hier auf jeden Fall.
Plus die Stärke, die wir dazu gewonnen haben, das macht das Ganze natürlich schon sinnvoller. Aber ich freue mich dennoch auf die Bastardschwerter. Bastardschwerter werden natürlich dann der ultimative Push sein. Aber es gab doch noch eine Höhle, ne? Es gab doch noch die Möglichkeit, dass man dann da rauskommt, ne? Das ist noch der einzige Weg, der mir jetzt hier einfallen würde. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung. Einen komplizierten Umweg gehen, einmal drumherum, aber dann haben wir wenigstens noch mal ein paar Sachen abgesteckt. Ich meine, jetzt haben wir die Wölfe gekillt, da gerade, sie hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht mitgenommen. Auch wieder ein paar. Ah, vielleicht sollten wir mit Pfeil und Bogen erstmal noch ein bisschen spielen. Ich dir zu sicher. Feinde angreifen. Ein bisschen Schaden machen sie immer noch, aber ich werde das nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ja, wir sind schon wesentlich stärker, aber dennoch. Ich will jetzt nicht am Ende irgendwie Tränke verschwenden oder so. Kann ich das ein bisschen noch kompensieren mit Essen. So, Freunde, das ist natürlich... Ne, wir sind hier komplett falsch. Ist doch doof. Also ich bin doof auch, aber... Nee, das bringt uns so nicht weiter. Das ist auch nicht mehr eine Abkürzung. Wir würden dann einmal nochmal um den ganzen Berg rumlatschen. Ach Mann. Da hatte ich gedacht, wir sind hier schneller, aber Gegenteil ist der Fall. Tam, tam, tam. Naja, die Wölfe haben wir jetzt, wie gesagt, nochmal mitgenommen. Das ist aber auch irgendwie... Also, das hier ist ganz komisch mit diesem Grab hier. Kann das sein? Das ist, wenn man zur Vulkanfestung hochgeht. Warte mal. Wir teleportieren uns mal zur Vulkanfestung. Teleportersteine, Vulkanfestung. Hätte vorher speichern sollen. Das Teleportieren... War meiner Meinung nach öfters mal. Hat das damit zu tun, dass das Spiel auch abstürzen kann? Na okay, wir kommen direkt zu dem. Macht den Weg jetzt nicht wirklich einfach. Ich hätte gedacht, wir kommen wenigstens am Anfang von der Vulkanfestung hin. Erschwert jetzt quasi nochmal unnötig den Weg. Jetzt hier nochmal komplett durchlatschen muss. Ja, fake. Aber wenn das stimmt, was ich da eben erzählt habe, kommen wir dann trotzdem noch schneller zu dem namenlosen Grab. Damit wir überhaupt auch in dieser Folge einen Teilerfolg haben. So. Ich meine, wenn wir jetzt da hinten hier lang gehen. Vorne irgendwo. Eigentlich dieses Abkommen. Wenn ich da richtig liege überhaupt. Das sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Aber laut Dingens ist das hier, ne? Haben wir noch nicht mal. War jetzt doch sehr tief. Hier waren wir noch nie. Das ist ja spannend. Also wir haben es jetzt gefunden und wir kriegen sogar mal hier eine Heldenkrone, was sehr gut ist. Aber hier waren wir tatsächlich ein einziges Mal.
Hier gut, ist das vergraben. Gut, dass wir Akrobatik gelernt haben von Patty. Sonst wären wir hier wahrscheinlich immer gestorben oder hätten Leviathan nutzen müssen. Von daher hat sich das alle Male gelohnt. Hat jetzt auch immer nur 5 Punkte, das ging ja noch. Ach ja, zum Glück haben wir die ganzen anderen Kripper schon rausgeholt, dann dauert das nicht mehr so lange wie hier. Brief von Captain Stahlbart. Da haben wir ja schon 2 Briefe, den anderen haben wir noch gar nicht vorgelesen. Machen wir mal. Ich vergrub, also der Meuterer 2. Vielleicht lese ich die dann erst vor, wenn ich die Reihenfolge habe. Das ist ja irgendwie Quatsch, ne? Mittendrin und am Ende irgendwo zu lesen. Lese ich lieber, wenn wir alles haben. Das, glaube ich, macht mehr Sinn. Station. Da kommt man wahrscheinlich wirklich nur hin, wenn man Levitation hatte, schon als Schriftrolle. Oder mit Patty, von Patty das gelernt hat. Ja, ich kann fliegen. Als nächstes war das in der Nähe der Hafenstadt. Das nächste ist. Eben gucken, das war jetzt L, Hafenstadt genau dort. Da können wir jetzt mal versuchen, wenn wir zur Hafenstadt teleportieren. Erstens, wo kommen wir dann hin? Der Hafenstadt. Und zweitens komme ich durch das Tor. Wenn nicht, dann kann ich ja, ja wieder durch das Geheimversteck. Okay, man kommt direkt hier wieder hin. Quatsch, aber gut. Irgendwo beim Hafen wäre halt cooler gewesen, aber ist halt wirklich im Zentrum. Aber zum schnellen Shoppen ist das auf jeden Fall super gut jetzt hier. Darf ich jetzt hier durch? Komm. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Ah, super. Das geht also. Was willst du hier? Du bist doch einer der Banditen. Na und? Ich gehe hier nur lang. So, so. Wir beobachten dich, Freundchen. Der Boss hat uns hierher geschickt. Beziehungsweise der Boss will, dass ich für ihn die Drecksarbeit mache. So, da vorne haben wir dann direkt das nächste Ding. Das ist ja, das war jetzt echt praktisch. Das hat jetzt ausnahmsweise mal gut funktioniert. Coole Sache. So, ein weiteres Schriftstück, wieder ein bisschen Gold. Das nächste Fragment ist quasi, ja, ist quasi einmal nochmal um die Stadt rum, das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann auf der Insel. Ich würde sagen, ich begebe mich schon mal ein bisschen in die Richtung, das mache ich aber ohne euch, denn das dauert jetzt ein Weilchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst doch auch gerne ein Abo da. Unterstützt mich, unterstützt dieses Projekt. Und lasst ein Abo da. Das wäre super. Ich danke euch. Ich bin raus und sag bis dahin. Tschüss.